Herzlich willkommen bei der zweiten Stammstrecke München. Stichwort Station Leim und Umweltverbundröhre. Hier ein Überblick über die Lage der Leimer Würfel, die Leimer Unterführung. Hier geht die Wotanstraße weiter, das Wohngebiet Nymphenburg Süd. Und Sie sehen hier die neue Station Leim. Die alte Station wird abgebrochen. Die neue Station hat insgesamt breitere Bahnsteige und bekommt zwei Gleise stadteinwärts und zwei Gleise stadtauswärts. Man kann einen Bahnsteig gleich zwischen beiden Stammstrecken hin und her wechseln. Die Station erreicht man zum einen durch die bestehende Fußgänger- und Radfahrerunterführung und zum zweiten durch eine neu gebaute Umweltverbundröhre, die eine Nord-Süd-Verbindung zwischen Neuhausen-Nymphenburg und dem Stadtbezirk Leim darstellt. Diese Umweltverbundröhre, nochmal ein anderer Schnitt, hier sehen wir die Leimer Unterführungen, die bestehenden, befindet sich eben im Osten der bestehenden Leimer Unterführung und beinhaltet zum einen öffentlichen Nahverkehr, also Busse und Trambahnen. Die haben hier auch eine Haltestation, das heißt, man kann barrierefrei zu den Bahnsteigen der S-Bahn umsteigen, sowie einen Radfahrer- und einen Fußgängerweg. Im weiteren Verlauf Richtung Hauptbahnhof trennen sich die beiden Stammstrecken durch mehrere Überwerfungs- und Brückenbauwerke. Und hier haben wir die Donnersberger Brücke. Dann sehen wir hier ein großes Feld, eine freigeräumte Fläche. Hier entsteht das Tunnelportal West. Hier geht die zweite Stammstrecke im Untergrund in Richtung Münchner Hauptbahnhof. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Jörg Mahrer vom Kommunikationsteam der zweiten Stammstrecke und wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.